Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute vom St. Croix Lake in Michigan. Und ja, Testangeln fürs zweite Qualifying vom Anniversary Cup, was nächsten Monat startet. Am 9.8. ist Anmeldung und 10.8. ist erste Qualifying. St. Croix Lake ist das zweite Qualifying, also am 11.8. Und ja, geht auch hier um Lachse mit Spinning- oder Casting-Ausrüstung. Boote und Rutenständer sind nicht erlaubt. Und Satzkescher ist Pflicht. Ausrüstung ist wie folgt bei mir. Die Tethys 250 mit 25,5 Kilo. Die Empress Rolle 7000 mit 25,2 Kilo. Dazu die Braid 029 Schnur mit 25,9 Kilo. Das Titanvorfach 04 mit 31,6 Kilo. Und den X-Series Single Spoon 42 Gramm. Raute 4.0. 12,5 cm Länge. Und da beißen die Lachse ganz gut drauf. Und hier an diesem Spot, den zeige ich gleich auch noch mal genauer, da beißen sie auch sehr gut. Und bei dem Wetter natürlich mehr unten. Weil der Luftdruck ist ganz im Keller bei dem Wetter. Wetter ist Wolke, entsprechend dem Wetter vom Tag des Qualifyings. Obwohl, ich werde noch mal genauer gucken. Anmeldung war am siehst du, ich habe Quatsch erzählt. Anmeldung ist erst am 9. Erste Qualifying am 10. Zweite Qualifying am 11. Na doch, dann habe ich es da doch richtig gesagt. 9.8. 10.8. 11.8. ist hier in Quanschken Lake. Und 12.8. ist Kalifornien. Also hier ist St. Croix Lake und hier San Joaquin, Kalifornien. Erste Qualifying. Wo war das? Wo gibt es noch? Achso, ja, White Mouse Lake, Alberta. Da ist das erste Qualifying. Ah, Windows spinnt schon wieder rum hier. So, das ist einmal der Spot, da wo die Markierung ist, wenn man die sehen kann im Video. Und einmal der Spot und alles dazwischen natürlich auch. Und dann sollte man so über 55 Meter kommen mit dem Auswurf, damit sich das lohnt.
weiß nicht genau, wann hier die Startzeit ist im Qualifying. Kann sein, dass es um 13 Uhr losgeht, kann natürlich auch sein, dass es früher losgeht, schon 9, 10 Uhr. Ich gucke noch mal kurz nach den Beißzeiten. Aber kann sein, dass es da losgeht, 10 Uhr. Und dann bis 18 Uhr oder 9 Uhr. Kann natürlich auch sein, 9 Uhr bis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ja, bis 17 Uhr. Also von knapp absteigend bis ja, kurz vor der Spitze. Das wäre auch so meine Vermutung, dass man einmal die Abwärtskurve und einmal die Aufwärtskurve hat mit einer kleinen Flautezeit dazwischen. Deswegen werde ich jetzt da mal hinspulen. Eigentlich kann man schon ab 20 Meter reinholen. Ja. Da kommen dann selten noch Bisse. Ein Schwarzbarsch, nee, ein Zander in Trophäengröße. Auch nicht schlecht. Na gut, die beißen natürlich auch bei dem Wetter. So, ich werde aber mal einen anderen Köder probieren. Und zwar den 5 Meter Crankbait Regenbogenfarbe. Der läuft nämlich in Alberta ganz gut. Mal gucken, ob der hier auch gut läuft. Der klebt am Boden fest und kommt nicht wieder hoch. Haben Sie das Verhalten der Crankbaits auch schon wieder geändert? Aber der 5 Meter ist wahrscheinlich dann auch hier nicht angesagt. Ne, das bringt nichts, der klebt mehr am Boden als alles andere. Dann nehmen wir den 3,50 Meter. Nicht so schnell. Jetzt habe ich hier plötzlich einen 9 Meter, was soll das? 3,50 Meter, genau. Und dann nehmen wir mal Tempo 1. Kommt aber nur 46 Meter weit.
Und der kommt nicht tief genug. Also man bräuchte hier einen 4 Meter. Nee, Crankbait ist hier nicht so gut, habe ich das Gefühl. Der läuft in Alberta besser. Ganz blöde hier die Köderführung. Nee, dann nehme ich lieber wieder einen herkömmlichen Köder. Das ist mir zu anstrengend. Mit dem Crankbait versuchen wir hier mal den Schabeblinker. Oder hier den Ich will dich Single Spoon. 28 Gramm Raute 4.0. Den kann man wenigstens noch mit Tempo 2 führen. Und er fliegt auch 57 Meter weit. Sehr gut. Und das könnte ein Lachs sein. Oder wieder ein Zander. Nö, ist ein Lachs. Sehe ich schon. Jo, der funktioniert. Also der von dem Event jetzt hier, 4. Juli-Event, der Köder, der funzt. Aber wahrscheinlich, weil immer noch Eventzeit ist. Ist ja noch vor dem 11. hier, wo ich jetzt hier angel. Und das endet ja erst am 11. Kann natürlich sein, dass wegen der Event-Einstellung jetzt hier noch die Fische auf den Köder gut beißen. Irgendwas wollte ich gerade noch gucken. Achso, ja. Bis 15 Kilo, aber nur normale? Ne, dann können sie nicht bis 15 Kilo werden. Ja, nur bis 7, 8 Kilo. Ne, noch nicht mal. Dann ist schon Trophy. Also bis 7 Kilo, 6, irgendwas. Also 6,999. 25 Kilo. Die fängt man nirgends. Die größten sind am Alberta, die Trophys. Die werden bis 10 Kilo, glaube ich.
Vielleicht auch ein bisschen drüber. Sicher bin ich mir da nicht mehr. Aber gut, lass die bis 15 Kilo gehen in Alberta Trophies. Aber einzigartig gibt es die nicht. Und schon gar nicht bis 25 Kilo irgendwo hier. Gibt kein Gewässer, wo es. Und der nächste Lachs, oder? Wieder ein Zander. Hier ist eher ein Lachs. Zander kommt nicht so schnell nach oben. Scheint mal ein besserer zu sein oder ein einzigartiger Zander. Nee, ein Hecht. Was macht der denn? Nee, eine historische Muskellunge. Na gut, die historischen fängt man natürlich in der Eventzeit überall. Gibt natürlich null Geld, also nicht mal ein Baitcoin tun sie raus, irgendwie für die historischen Fische. Ist auch traurig. Kriegst du einfach gar nichts für. Das ist so lächerlich. Lächerlich. Achso, dann kann ich den auch rausschmeißen, weil ich da kein Geld für krieg. Ich brauch die ja nicht. Salzkescher, raus damit. Freilassen. Brauche ich einen Fisch, wo ich kein Geld für krieg? Oder kein Bitcoin? Die XP kriege ich auch, wenn ich ihn freilasse. Vor allem bei dem Wetter. Auf dem Grund. Maski. Völliger Schwachsinn.
und einen Fehlbiss und den kann man auch reinholen. Da wird nichts mehr kommen. Schade. Das könnte ein Dachs gewesen sein oder ein Zander. Ah, sieht ein Zander aus. Oder? Nee, doch nicht. Ist ein Dachs. So wie der durch die Gegend jumpt. Auf jeden Fall ein Dachs. So, achso, den Spot wollte ich euch noch zeigen. Das ist einmal hier, an der Keimauer. Und da geht er dann hier. Da spawnt ihr da vorne. Oh, ich kann ja hier, kann ja doch was machen. Einzige, was ich machen kann, die Fahne hissen. Und die Kanonenkugeln verbrauchen, kann ich auch. Ah, alles klar, aber ich bekomme nichts mehr dafür. Viel Glück beim nächsten Mal. So, und dann genau hier in die Ecke rein, so dicht wie möglich, damit ihr da auf die Weite kommt. Kann ich ja doch noch was machen im Event. Fahne hissen und Kanone schießen. Sind sie ja doch noch gnädig. Ja, Bisse sind hier aber auch selten. Komischerweise. Ich werde gleich mal wieder auf Köder wechseln. Das ist was Kleines, Schwarzbarsch, schätze ich mal.
Oder ein kleiner Zander. Kleiner Zander. So, dann wechsle ich mal wieder, damit ich nicht so viel Zander fange. Medium Spoon ist nicht so gut. Scharbenblinker, obwohl. Ne, der läuft ja auch nicht so gut. Der läuft eigentlich noch ganz gut hier in Alberta. Mal gucken, ob der auch hier so gut läuft. In Alberta läuft er ja mehr für die Seesaiblinge gut. Gar nicht so für die Lachse. Zwar beißen sie da auch ab und zu drauf, aber Alberta beißen sie besser auf Crankbait. Ich nehme lieber wieder den gelben Single Spoon. Obwohl, welchen ich noch gar nicht getestet habe, den Trophy Single Spoon. Der geht sogar 1 Meter weiter. Statt 57, 58 Meter. Und gleich ein Biss. Aber irgendwas Kleines. Kleiner Zander. Kleiner Barsch. Ein Trommler. Ein Trommler. Hebis. Und dann hat er doch noch gebissen. Und noch ein Trommler oder was? Ja, da beißen die Trommler drauf. Also auf den Trophäen Single Spoon 42 Gramm Rote 4-0. Riesenköder mit Riesenhaken und da beißen die Trommler drauf. Alles klar. Dann nehme ich wieder den. Wo sind jetzt die Lachse geblieben hier?
Hier schon wieder keine Lachse mehr. Kann er wohl nicht warzen scheuen. Gleichzeitig ist er okay noch, oder? Ja. Die und die nächste Stunde sollte eigentlich noch was beißen hier. Kann natürlich auch alles an der Event-Einstellung liegen, ne? Dass hier nicht so viele beißen. Ist ja ganz auf historische Fische eingestellt jetzt hier alles. Das drückt natürlich die Spawnzahl der anderen Fische runter. Ein Lachs wollen wir aber jetzt noch fürs Video fangen hier. Viel bis. Wo man auch noch Lachse fangen kann. Das ist hier an dem Leuchtturm. Da gehen wir auch noch mal hin. Gehen wir hier ganz nach vorne auf den Stein und werfen da hinten ganz nach hinten raus. Und dann kann man auch schon ziemlich früh anfangen mit Kurbeln. In Richtung Grund versucht, hat man da hier mehr Zander und Schwarzbarsch als Lachs. Jo, der fehlt natürlich auch noch. Versuch's mal mit Tempo 2. Also wenn ich sonst hier auf Zander gehe und da hinten außerdem mal zu weit schmeiße,
über die 42 Meter hinaus, die ich sonst für Zander werf. Und dann anfangen zu kurbeln, weil ich zu weit bin. Schon oben, fast oben, kurz unter dem Topborder. Dann habe ich sofort einen Dachs dran. Ganz schön merkwürdig hier alles. In der Eventzeit ist alles komplett anders eingestellt. Versuche ich es mal im Mittelwasser. Nö, ist wieder ein Flussbarsch oder ein Schwarzbarsch. Eher ein Flussbarsch. Nö, eine Bachforelle. Wo kommt die denn her? Ist alles so durcheinander hier mit den Fischen. Wenn, dann würde ich die auch eher am Grund erwarten als im Mittelwasser. Bei dem Luftdruck. Schwarzbarsch. Hey, noch eine Bachforelle. Gibt's doch gar nicht. Bachforellen hier im Mittelwasser. Was für ein Blödsinn. Bleib ich mal ein bisschen oberhalb des Mittelwassers. Schwarzbarsch, ne? Ja. Endtrophäengröße. Sorry. Also hier gibt es keine Lachse mehr. Ah, Pilbis. Das könnte natürlich einer gewesen sein. Nee, das ist mir hier zu mühselig. Wieder zurück zum ersten Spot und da fangen wir jetzt nochmal einen Lachs. Alles andere ist mir Lachs.
So, welche Köder stehen denn in der Liste beim Fisch hier an dem Gewässer? Bullet Spinner, Single Spoon, Crankbait, Shad, Nymphe, Medium Spoon. Ich versuche mal Bullet Spinner, wenn ich einen mit habe. Ja, habe ich. 24 Gramm Bullet Spinner habe ich mit. Nehmen wir mal den. Ja, habe ich noch gar nicht getestet. Das ist kein Lachs. Oder? Doch ein kleiner süßer Lachs. 3,9 Kilo. Also auf den 2-0er Haken 24 Gramm beißen dann auch nur die kleinen Lachse. Empfiehlt sich schon mindestens 4er Haken zu nehmen, wenn man die 5-6 Kilo Lachse haben will. Ja, Leute. So ist das hier. Machen wir mal ein schönes Bild fürs Thumbnail. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.